Herzlich willkommen zum astrologischen Monatsüberblick für den Januar 2019 für alle Sternzeichen. Liebe Leute, das neue Jahr geht gleich sehr ereignisreich los, denn schon im Januar erwarten uns hier die ersten Finsternisse. Am 6.1. findet eine Sonnenfinsternis im Steinbock statt. Es wird eine partielle Sonnenfinsternis sein, die in unseren Breitengraden zwar nicht zu beobachten sein wird, aber in der Astrologie geht es natürlich nicht nur um das, was wir mit unserem physischen Auge wahrnehmen können. Und gerade eine Sonnenfinsternis möchte uns natürlich mit dem in Verbindung bringen, was normalerweise unsichtbar ist, denn eine Sonnenfinsternis, zumindest wenn wir uns halt auf dem Breitengrad befinden, auf dem wir sie tatsächlich beobachten können, macht ja das sichtbar, was normalerweise unsichtbar ist. Sprich, die Sterne, die ja normalerweise durch das Sonnenlicht überstrahlt werden am helllichten Tage, werden auf einmal durch die Verfinsterung der Sonne sichtbar. Eine Sonnenfinsternis macht also das sichtbar, was normalerweise unsichtbar ist, und sie verdunkelt das, was normalerweise sichtbar ist. Ja? Hier gibt es also eine Umkehrung der Lichtverhältnisse. Dementsprechend ist eine Sonnenfinsternis natürlich ein höchst mystischer Vorgang, der den Menschen in früheren Zeiten sogar große Sorgen bereitet hat. Die Alten glaubten, bei einer Sonnen- oder auch bei einer Mondfinsternis öffnet sich sozusagen ein Fenster, ein Tor zum Kosmos, durch das neue Energien, neue Informationen zu uns auf die Erde gelangen und wir auch gleichzeitig darin unterstützt werden, das Alte zu entlassen. Moderner ausgedrückt könnte man auch sagen, es handelt sich hier um eine Art Update, also ähnlich wie bei einem Computer, auf den eine neue Software installiert wird. Ja? Und dementsprechend ist es immer ratsam, dass wir eine Sonnenfinsternis zum Anlass nehmen, um uns zurückzuziehen, um eine Innenschau zu betreiben, um uns so empfänglich, so offen wie möglich zu machen für dieses energetische Update und uns natürlich gleichzeitig auch bewusst zu machen, was wir denn aus unserem Leben entlassen wollen. Im Gegensatz zu einem normalen Neumond, denn eine Sonnenfinsternis ist sozusagen ein zigfach potenzierter Neumond. Eine Sonnenfinsternis findet grundsätzlich zusammen mit einem Neumond statt, aber im Gegensatz zu einem normalen Neumond, wie wir ihn ja jeden Monat haben, bei dem es darum geht, halt die letzten 4 Wochen Revue passieren zu lassen und da halt möglichst das, was man nicht mehr braucht, hinter sich zu lassen und einen Neustart für die nächsten 4 Wochen zu machen, ist es bei einer Sonnenfinsternis wesentlich tiefgreifender, wesentlich umfangreicher und auch wesentlich langfristiger, diese Initiation, die hier vonstatten geht. Diese Sonnenfinsternis ist sehr harmonisch aufgestellt. Sonne und Mond verbinden sich hier in der Mitte des Steinbocks und bilden ein harmonisches Sextil zu Neptun in den Fischen. Hier kommt also Wasser auf die Erde, denn der Steinbock ist ein Erdzeichen, die Fische sind ein Wasserzeichen und wenn sich das in Balance, in Harmonie zueinander befindet, so wie es bei dieser Sonnenfinsternis der Fall ist, bedeutet das Fruchtbarkeit. Wenn zu viel Wasser auf die Erde kommen würde, wie es zum Beispiel bei einem Quadrat oder bei einer Opposition angezeigt wird, dann könnte es eine Überschwemmung bedeuten. Wenn zu wenig Wasser kommt, dann könnte es eine Dürrezeit
anzeigen. Hier haben wir also eine sehr fruchtbare Energie. Hinzu kommt auch, dass Neptun halt die unsichtbare Welt symbolisiert, den Zugang zu unsichtbaren, verborgenen Quellen, den Zugang zum Göttlichen, zur feinstofflichen Welt. Dementsprechend wird hier der mystische Aspekt dieser Sonnenfinsternis nochmal enorm unterstrichen. Wir haben auch Venus, die sich hier ganz am Ende des Skorpions befindet. Und ich denke, viele von uns sind froh, wenn Venus den Skorpion nun endlich verlassen wird. Nicht etwa, weil ich oder hoffentlich auch andere, die Venus im Skorpion nicht mögen und nicht zu schätzen wissen, aber weil wir nun so lange mit der Venus im Skorpion zu tun hatten, denn Venus wurde ja Anfang Oktober 2018 im Skorpion rückläufig, lief dann in die Waage zurück, dann wieder in den Skorpion zurück und nun befindet sie sich endlich zur Sonnenfinsternis ganz am Ende des Skorpions und bildet hier zum Abschluss ein harmonisches Trigon zu Neptun, zum Chiron in den Fischen und zum aufsteigenden Mondknoten im Krebs. Hier bildet sich also ein großes Wassertrigon, was nochmals unterstreicht, dass hier viel Emotion mit im Spiel sind, dass hier aber auch viele alte, verbrauchte oder auch ungute Gefühle entlassen oder auch ganz bewusst geheilt werden können. Merkur befindet sich dann zur Finsternis bereits im Steinbock. Wir haben also hier ein volles Haus im Steinbock. Sonne, Mond, Saturn, Merkur, Pluto und den absteigenden Mondknoten im Steinbock. Dementsprechend ist der Jahresanfang hier enorm steinbocklastig. Und das passt natürlich wie die Faust aufs Auge zum Jahresbeginn, denn die meisten von uns machen sich ja am Anfang eines neuen Jahres gute Vorsätze und wollen halt auch wirklich Altes hinter sich lassen und etwas Neues beginnen. Und da kommt natürlich gerade diese starke Steinbock-Betonung sehr gelegen, denn der Steinbock ist ein kardinales Zeichen, also ein initiierendes Zeichen, eins der vier Kardinalzeichen, das ja sogar eine Jahreszeit, sprich den Winter, einleitet. Und dementsprechend geht es bei den Kardinalzeichen natürlich so und so darum, etwas Altes hinter sich zu lassen und etwas Neues zu beginnen. Mit den guten Vorsätzen kennen viele von uns sich ja höchstwahrscheinlich aus und das ist ja immer mal wieder so eine Sache. Also oft sind wir ja sehr motiviert am Jahresbeginn und nehmen uns meinetwegen vor, abzunehmen oder ein neues Sportprogramm zu beginnen oder vielleicht ein bestimmtes kreatives oder berufliches Projekt mit mehr Ehrgeiz, mit mehr Disziplin anzugehen. Und genau darin wollen uns diese starken Steinbock-Energien aber unterstützen. Denn im Steinbock geht es um Ehrgeiz, hier geht es um Ausdauer, hier geht es um Selbstdisziplin. Der Steinbock symbolisiert einen Bergsteiger, also jemand, der ein ganz bestimmtes Ziel vor Augen hat, ein sehr weit entferntes Ziel und der halt mit Mühe, mit Disziplin, mit Ehrgeiz, mit Ausdauer alles daran setzt, sein Ziel zu erreichen. Das Interessante ist, dass gleich am 1.1. Mars hier in das erste Zeichen des Zodiacs, sprich in den Widder und damit in seinen eigenen Herrschaftsbereich eintritt. Das ist auch eine äußerst motivierende Energie, einen Neuanfang zu machen, denn der Widder ist, wie gesagt, das erste Zeichen des Zodiacs. Der Widder ist der Initiator des Zodiacs schlechthin.
Aber der Widder kann halt oft Probleme damit haben, sich seine Energien richtig einzuteilen. Denn der Widder neigt dazu, äußerst impulsiv und stürmisch zu sein und voranzupreschen. Aber er hat doch manches Mal seine Schwierigkeiten damit, dann halt auch auf lange Sicht etwas durchzuhalten oder überhaupt das Interesse beizubehalten. Ja, die Begeisterung, die ihm am Anfang zumindest so eigen ist, verliert er doch sehr schnell. Und wir hatten ja den ganzen Sommer hindurch, im Jahr 2018 logischerweise, einen rückläufigen Mars, der hier aus dem Wassermann in den Steinbock, in das Zeichen seiner Erhöhung zurückgelaufen ist. Im Sommer ging es für uns also darum, diese männlichen Energien, die durch Mars symbolisiert werden, also unsere Antriebskraft, die Art, wie wir mit unseren Energien umgehen, die Art, wie wir handeln, wie wir Initiative ergreifen, wie wir auch mit Wut umgehen, wie wir uns motivieren können, wie wir uns antreiben können, wie wir unseren inneren Schweinehund überwinden können, ist hier in den Steinbock zurückgelaufen im Sommer 2018 und wollte uns damit den ganzen Sommer hindurch schon Gelegenheit geben, unsere männlichen Energien zu schulen und dementsprechend auch zu lernen, wie wir diese konstruktiv und produktiv einteilen können, damit wir halt eben nicht zum Beispiel am Anfang eines neuen Jahres oder vielleicht zu unserem Geburtstag oder vielleicht am Anfang einer neuen beruflichen Karriere oder vielleicht am Anfang eines neuen Sportprogramms oder am Anfang einer neuen Liebe, also sprich Anfang, 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 damit wir halt nicht am Anfang hier gleich unser ganzes Pulver verschießen oder uns so übermäßig engagieren und dann halt sehr schnell das Interesse verlieren, die Lust verlieren oder uns schlichtweg die Puste ausgeht. Und das ist äußerst interessant, denn wir werden jetzt im Januar an das erinnert, was uns der Sommer 2018 lehren wollte, mit Mars hier außergewöhnlich lange im Steinbock durch seine Rückläufigkeitsphase. Denn der Steinbock wird ja von Saturn beherrscht und Saturn wird hier im Laufe des Monats ein Spannungsaspekt, ein Quadrat zu Mars im Widder bilden. Und das wird ausgerechnet am 21.01. exakt sein, wenn wir die Mondfinsternis haben. Wir werden am 21.01. eine totale Mondfinsternis haben. Diese wird in unseren Breitengraden im Gegensatz zu der Sonnenfinsternis auch zu beobachten sein, zumindest für diejenigen von uns, die bereit sind, früh aufzustehen, wie diejenigen können dann wirklich noch die zweite Hälfte der Mondfinsternis beobachten. Und eine Mondfinsternis findet ja immer grundsätzlich zusammen mit einem Vollmond statt. Hier steuert also etwas auf einen Höhepunkt zu. Ein Zyklus schließt sich. In dem Fall, dadurch, dass es sich um eine Mondfinsternis im Löwen handelt, schließt sich hier ein sehr großer, ein sehr langer Zyklus für uns. Denn wir hatten ja in den vergangenen Jahren immer wieder abwechselnd hier Sonnen- und Mondfinsternisse auf der Achse Löwe-Wassermann. Dies ist sozusagen eine Art Bonus-Eklipse, die wir hier im Löwen erhalten, denn die Mondknotenachse, die halt immer bestimmt dafür ist, wo sich die Sonnen- und Mondfinsternisse abspielen, hat sich ja mittlerweile schon eine Achse weitergedreht, befindet sich auf der Achse Krebs-Steinbock, aber diese Bonus-Eklipse im Löwen wird uns nun nochmal beschert, drücke ich es mal lieber so aus. Und diese Eklipse ist im Gegensatz zu der Sonnenfinsternis, die halt sehr klar
aufgestellt ist und die auch sehr deutlich aufgestellt ist, ziemlich komplex, um nicht zu sagen, sehr kompliziert aufgestellt. Die Sonne befindet sich hier ganz am Anfang des Wassermanns, der Mond befindet sich ganz am Anfang des Löwen. Beides befindet sich hier in Spannung zu Uranus, der sich ganz am Ende vom Widder befindet. Dementsprechend kann hier sehr viel aufregende Energie mit im Spiel sein, positiv gelebt, aber auch inspirierend, stimulierende Energie. Negativ gelebt, eher stressige Energie oder auch chaotische, verwirrende Energie. Deshalb ist es umso wichtiger, weil sich hier im Laufe des Monats so einiges anderes noch zuspitzt, dass wir halt den Anfang des Januars mit dieser klaren Steinbock-Energie nun wirklich nutzen, um uns zu zentrieren, um uns zu erden, um uns klar auszurichten, um uns unsere Energien, wie gesagt, ganz bewusst einzuteilen und um uns wirklich zu verdeutlichen, welche Schritte wir unternehmen müssen und um unsere Ziele zu erreichen und auch wirklich mal zu überlegen, lieber mal einen Gang runterzufahren und die Dinge etwas langsamer und überlegter anzugehen, wo zu uns Saturn und der Steinbock halt inspirieren wollen und dementsprechend halt nicht Gefahr zu laufen, dass uns entweder schnell die Puste ausgeht, dass wir unser ganzes Pulver gleich am Anfang verschießen oder dass wir einfach schnell die Lust und das Interesse verlieren, ja. Wir haben hier also diese Spannung zu Uranus auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir, wie gesagt, die Spannung zwischen Saturn im Steinbock und Mars im Widder. Und wir haben gleichzeitig auch die Spannung zwischen Venus und Jupiter im Schützen zu Neptun in den Fischen. Hier geht also sehr viel Idealismus mit einher. Hier geht sehr viel Wunschenergie mit einher. Hier haben wir das Gefühl, wenn nicht jetzt, dann nie. Ja, hier könnten wir uns sehr unter Druck gesetzt fühlen und meinen, wir müssten jetzt sofort die Liebe unseres Lebens finden oder sie heiraten oder wir müssten jetzt sofort unseren Traumjob finden oder wir müssten jetzt sofort in das Land unserer Träume umziehen oder. Und genau davor wird aber auf der anderen Seite gewarnt, ja, denn wir haben, wie gesagt, hier Anfang des Monats diese sehr starke Steinbock-Betonung. Und der Steinbock möchte uns ja zeigen, wie wichtig es ist, dass wir auf eine Chance auch richtig vorbereitet sind. Also sprich, dass wir meinetwegen, wenn es sich um eine berufliche Chance handelt, dass wir die richtige Ausbildung haben. Wenn es sich um eine Chance in der Liebe handelt, dass wir auch wirklich frei sind, ja, entweder, dass wir halt Single sind und dementsprechend frei sind oder selbst wenn wir Single sind, dass unser Herz auch wirklich frei ist, dass wir halt uns nicht noch mit unseren Altlasten rumschlagen und diese dann in eine neue Beziehung eventuell mitschleppen und dann hier im wahrsten Sinne vom Regen in die Traufe kommen könnten. Ja, also der Steinbock will uns immer darin unterstützen, dass wir die Dinge halt gezielt und strukturiert angehen, dass wir unser Leben in Ordnung bringen und natürlich ganz speziell in dem Lebensbereich, in dem der Steinbock für uns persönlich aktiv ist. Ich kann nur immer wieder betonen, wie jeder andere Astrologe, kann ich in diesen Videos natürlich nur die allgemeine Zeitqualität besprechen. Dementsprechend haben wir zwar alle nun diese Sonnenfinsternis im Tierkreiszeichen Steinbock und die Mondfinsternis
im Tierkreiszeichen Löwe, aber das wird sich für den Einzelnen dann in ganz unterschiedlichen Lebensbereichen abspielen. Also bei einem kann es sich hier um den beruflichen Bereich handeln, bei anderen kann es sich um den kreativen, um den sexuellen Bereich handeln, bei wieder anderen kann es sich um den gesundheitlichen oder den finanziellen oder den familiären Bereich handeln, bei wieder anderen um den partnerschaftlichen Bereich. Also das ist dann wirklich nur im persönlichen Horoskop zu sehen. Aber auch diejenigen von euch, die ihr persönliches Horoskop nicht kennen, können ja vielleicht anhand der Themen, die ich hier in diesem Video anspreche, schon heraushören, um was es sich für sie handeln könnte. Also fragt euch bitte, was sind denn eure größten Herzenswünsche, um die es im Löwen geht? Wonach sehnt sich euer Herz? Was belastet euer Herz eventuell noch? Was hält euer Herz eventuell davor zurück, zum Beispiel euch in eine neue Beziehung zu begeben? Ja, was habt ihr eventuell noch zu heilen in Herzensangelegenheiten? Und mit Herzensangelegenheiten, mit unseren Herzenswünschen, um die es halt im Löwen geht, sind natürlich nicht nur ganz klassisch gesehen jetzt Liebesgeschichten gemeint. Also hier geht es um all das, was unser Herz begehrt, all das, was unser Herz höher schlagen lässt, was natürlich zum Beispiel auch ein kreatives Projekt sein könnte, was ein anderes Land sein könnte, das unser Herz höher schlagen lässt, ja. Von daher macht euch am besten jetzt schon mal Gedanken bezüglich der Themen, die ich angesprochen habe, und seid euch auch bitte dessen bewusst, dass hier im Laufe des Monats so viele Sehnsüchte geweckt werden könnten, ja, und so viel auf uns Einfluss nimmt, denn am 13.01. haben wir hier das erste von drei Quadraten, also einen starken Spannungsaspekt zwischen Jupiter im Schützen und Neptun in den Fischen. Das ist eine enorm idealistische Energie. Das ist eine Traum- und Wunschenergie. Das ist eine enorm sehnsüchtige Energie, die natürlich einerseits höchst inspirierend sein kann, die uns wirklich sehr optimistisch stimmen kann. Da es sich hier aber um einen Spannungsaspekt handelt, könnte man sich hier auch ordentlich überschätzen oder man könnte eine bestimmte Situation, eine bestimmte Beziehung oder auch meinetwegen sich in seinen Finanzen völlig verausgaben, ja? Also hier könnte es durchaus um Übertreibung gehen. Hier könnte es um Verschwendung gehen. Hier könnte es um Illusionen gehen. Und dementsprechend ist es besonders wichtig, dass wir wirklich Anfang des Monats diese Steinbock-Energie nutzen, denn der Steinbock bremst uns immer etwas. Er ermahnt uns immer dazu, die irdischen Gesetzmäßigkeiten, die irdischen Grenzen zu ehren, ja, unsere finanziellen Grenzen, unsere emotionalen Grenzen, unsere zeitlichen Grenzen, unsere Grenzen meinetwegen im beruflichen Bereich, ja. Also der Steinbock bringt uns mit der Realität in Verbindung. Und dementsprechend haben wir hier einen sehr guten Ausgleich, denn der Steinbock kann zu trocken werden unter Umständen, wenn man die Steinbock-Energie hier übertreibt und dann zu wenig Wünsche haben, zu wenig auch mal über das, was er schon kennt, hinauszudenken, ja, und diese andererseits enorm stark inspirierende Energie, die hier auf uns Einfluss nimmt, könnte, wie gesagt, zu weit denken, zu verträumt sein, zu viele Sehnsüchte wecken, zu groß träumen. Und dementsprechend wird das hier dann Ende des Monats interessanterweise auf ein realistisches Maß sozusagen zurechtgeschustert, denn
Am 31.01. haben wir dann interessanterweise auch das erste von drei Sextilen, das Saturn im Steinbock zu Neptun in den Fischen bildet. Von daher nutzt die Energie auf jeden Fall, um euch inspirieren zu lassen. Diejenigen von euch, die kreativ veranlagt sind, können diese Energie wunderbar nutzen, um sich hier meinetwegen musikalisch oder zum Malen eines schönen Bildes oder in welchem kreativen Bereich ihr auch immer Interesse habt, inspirieren zu lassen. Und selbst diejenigen, die dahingehend vielleicht keine Interessen haben, können sich zum Beispiel spirituell hier inspirieren lassen und ihren Horizont erweitern dahingehend, worin Jupiter uns immer unterstützen will. Liebe Leute, wie immer könnt ihr euch sehr gerne persönlich von mir beraten lassen. Ihr könnt euch gerne auf meiner Website über meine Angebote informieren. Ich erstelle Aufnahmen zu euren Geburtshoroskopen, zu Partnerschaftshoroskopen, zu Kinderhoroskopen, zu eurer persönlichen Zeitqualität. Ich führe natürlich auch persönliche Sitzungen durch, via Skype oder auch telefonische Sitzungen. Ich arbeite mit Tarot, ich arbeite mit Numerologie. Schaut euch gerne um auf meiner Website. Ihr könnt gerne auf meinem Blog vorbeischauen oder mich auf Google adden. Dann seht ihr automatisch, wenn ich was gepostet habe. Und wie immer freue ich mich auch über eure Spenden für meinen YouTube-Kanal und bedanke mich ganz herzlich bei denjenigen von euch, die gespendet haben. Ich bedanke mich bei allen Zuschauern und bei allen Zuschauerinnen und natürlich auch bei meinen Klienten, die mich meinerseits immer wieder dazu inspirieren, dazu zu lernen und halt in der Astrologie, im Tarot, in der Numerologie mich immer weiter zu bilden oder in noch viel mehr Bereichen des Lebens. Alles, alles Gute, einen wundervollen Transit, um es mal astrologisch auszudrücken, in das neue Jahr 2019. Bis bald, ciao.